Was wäre, wenn alle Werkzeuge und Maschinen, welche ich zur Montage benötige, alle komfortabel in einem Paket zusammengefasst wären und diese sicher zur Baustelle gebracht werden könnten? Mein Name ist Frank und herzlich willkommen zu Festool TV. Diese und ähnliche Fragen stellen sich vielleicht Handwerker, welche wiederum ihre Montagepakete zusammenstellen, das heißt, sie richten ihre Werkzeuge her für die Montage, Arbeitsböcke, Werkzeugkisten, Maschinenkisten und. Und das Ganze natürlich einzeln zu transportieren, ist nicht ganz einfach. Die Lösung habe ich hier in meinen Kartons. Und wie die aussieht, das zeige ich euch jetzt und wir starten gleich. Die Teile sind nun ausgepackt, das heißt die Profile, die Tischplatte, die Räder, die Wanne und natürlich auch Schrauben. Das heißt, wir haben hier zwei Bolzen für den Griff, wir haben zwei metrische Schrauben ebenfalls für den Griff und wir haben hier vier selbstschneidende Schrauben, welche nachher die Bodenwanne mit den Profilen verbindet. Starten werde ich mit diesen Profilen, welche hier so einen Gurt dran montiert ist und auch hier so eine Aufnahme und die werden jetzt hier in diese Profile hier eingesetzt und vorab habe ich die Möglichkeit jetzt hier diese vierer Imbusschrauben zu lösen, nun einzusetzen und festzuziehen. Das Ganze machen wir auf der anderen Seite genauso. Auch hier wiederum die Schrauben lösen und mit dem Gurt und diesem Metallteil nach unten in diese Profilaufnahmen einsetzen und verschrauben. So, das Ganze kann ich jetzt hier nach unten setzen und zwar habe ich hier gleich vorbereitend den Karton platziert, dass meine Tischplatte nicht gleich Schaden nimmt und nehme jetzt hier diese Bodenwanne und in der Bodenwanne habe ich hier ebenfalls Profilaufnahmen, man sieht es hier etwas besser, die jetzt hier wiederum ihren Platz finden. So, das Ganze wird zusammengesteckt und im oberen Bereich habe ich jetzt hier vier Löcher und hier positioniere ich diese selbstschneidende Schrauben. Dazu nehme ich die Verlängerung, damit ich an diesem kleinen Fuß hier optimal vorbeikomme. Ich kann mal diese vier Schrauben fixieren, ansetzen und dann mit dem Ratschensystem ja, etwas schneller reindrehen und komfortabel natürlich. So, die Schrauben sind platziert. Jetzt kommt die Achse mit den zwei Rollen. Und hier ist darauf zu achten, wir haben hier eine kleine Unterlagscheibe, und zwar zwei Stück. Die müssen wir hier trennen und nach links und nach rechts zu den jeweiligen Rädern, Rollen hinausdrücken, sodass sie seitlich am Kunststoffgehäuse platziert sind. Und dann wird das Ganze hier reingedrückt. Mit einem kräftigen Schlag. So, das Ganze ist hier soweit montiert. Jetzt drehen wir das Ganze um. Und als nächstes kommt jetzt unser Handgriff.
Der Handgriff ist so weit vormontiert, dass wir hier kleine Bolzen dran haben, die wiederum in diese Aufnahmen hier arretiert werden. Und damit sie nachher den richtigen Platz finden, haben wir diese Hülsen und diese werden in diese Löcher hier eingesetzt. Einmal auf diese Seite und einmal auf diese Seite. Und jetzt müssen wir das Ganze hier ein bisschen auseinanderdrücken, positionieren, so das untere Loch finden und einrasten lassen. Man hört es auch schon recht deutlich. Der Griff ist nun positioniert an beiden Seiten und kann nun durch nach oben drücken automatisch zum Einrasten gebracht werden. Das Einzige, was ich jetzt noch benötige, sind diese zwei metrischen Schrauben. Kommt eine hier rein und die andere auf meiner Seite. Das Ganze dann wiederum verschrauben. Und schon habe ich hier meine mobile Werkstatt soweit vormontiert. Was jetzt natürlich noch fehlt, das ist dieser Auszug, dieser Systemauszug. Und der befindet sich hier in unserem Karton. Und das zeige ich euch im nächsten Schritt. Die mobile Werkstatt ist zusammengeschraubt und jetzt geht es an den Auszug, an den Systemauszug. Und ich habe mal die Teile aus dem Karton hier mal positioniert. Hier ganz klar der Auszug selber, dann rechts und links die zwei Aufnahmen, welche wir nachher benötigen, um den Auszug zu platzieren in unserem Profil. Und natürlich dann auch hier die Strebe, welche das Ganze hier unten noch stabil hält. Im Vorfeld habe ich mir diese MFT-Spanner schon mal platziert, denn ich werde jetzt hier diese Aufnahmen nachher für den Auszug hier jetzt positionieren, um somit ja, einfacher, komfortabler die ganzen Kleinteile hier dran zu schrauben. Die Auszüge sind soweit vorbereitet, dass ich hier an der Seite diese zuerst mal lösen muss. Und da haben wir hier an der Seite so eine kleine Klammer. Die wird nach oben gezogen und jetzt kann ich hier diesen Vollauszug rausnehmen. Den setze ich jetzt hier auf. Das Ganze machen wir dann auf der anderen Seite genauso. Das heißt, wir fahren hier nach hinten, gehen hier mit der Klammer nach oben. Ich fahre da ein bisschen rein in die Kamera und können jetzt das Ganze hier rausnehmen. So habe ich jetzt beide Auszüge separat voneinander, kann diese positionieren auf meine Aufnahmen und suche jetzt hier in diesem Rasterfeld meine Lochungen. Das Ganze ist so konstruiert, dass ich hier zwei Löcher habe und wenn ich jetzt das Ganze in der richtigen Position verschiebe, dann finde ich auch relativ einfach diese Positionierung der Schraubenlöcher. Nun nehme ich aus meinem Centrotec-System den 25er Torx mit den dementsprechenden Schrauben und setze hier meine erste Schraube, drehe das Ganze hier fest und so mache ich das bei allen diesen vier Schraubenlöchern. Nachdem ich diese Schrauben festgezogen habe, überprüfe ich die Führung, den Lauf. Wenn das alles soweit funktioniert, ist es okay. Und als nächstes werde ich jetzt hier diese kleine, ja, dieses Zusatzteil einbauen, das ich benötige für die Arretierung des Auszuges. Und zwar findet hier dieses Teil den Platz an dieser Position, wird eingerastet und ebenfalls mit einer Schraube fixiert. So, nun kommen wir zu der Diagonalen. Und die hat hier zwei kleine Aufnahmen.
welche ich dann hier nehmen kann zum Überkreuzen. Und was ich darauf achten sollte, ist, dass diese zwei Befestigungspunkte nach außen zeigen. Das heißt, ich muss jetzt gerade umdrehen und hier finden die ebenfalls wieder ihren Platz hier im unteren Bereich. Da gibt es kleine Aussparungen, wo ich nun diese Arretierung bzw. diese Verstrebungen platzieren kann. Auch wieder positionieren, die Schraube in das Schraubenloch rein und das Ganze jetzt hier verschrauben. Und so können wir ebenfalls die vier Schrauben wieder festziehen. So, der Auszug ist nun fertig. Jetzt können wir ihn montieren in der mobilen Werkstatt. Dazu löse ich als erstes diese zwei grünen Klemmhebel auf beiden Seiten. Und jetzt habe ich hier solche Klammern, die wiederum am Profil hinten platziert werden. Die positioniere ich jetzt hier, einmal links, einmal rechts und kann sie nun einrasten lassen. Jetzt habe ich schon mal hier die ungefähre Höhe. Das Ganze kann ich jetzt noch verschieben in der Höhe, je nach Systemergröße natürlich. Sobald ich das hier gefunden habe, meinen Platz, kann ich das Ganze arretieren. Und wenn es zu leicht geht, habe ich hier die Möglichkeit, an dieser kleinen Stellschraube das Ganze noch anzuziehen. Und so, 45 Grad sollte es leicht gehen. Und dann sollte aber hier doch ein schwerer Punkt kommen, um das Ganze zu arretieren. Und das natürlich auf beiden Seiten. So, der Auszug ist montiert. Jetzt geht es natürlich an den Schubkasten selbst. Und hier wird das Ganze nun eingesetzt. Einmal auf der Seite und auf der Seite hier. Das sind ganz normale Auszüge, die ihr erkennt. Das Ganze arretiert, überprüft und ihr seht, wir haben hier jetzt optimale, Auszüge für unsere Systeme. So, die mobile Werkstatt ist nun zusammengebaut und was jetzt noch fehlt, das ist der Zusatztisch, den wir hier hinten platziert haben. Und dieser Zusatztisch wird jetzt hier hinten eingehängt. Dafür müssen wir aber vorher diese Bügel nach unten setzen, denn der Zusatztisch, der hat hier eine Adapteraufnahme und die wiederum greift im unteren Bereich in diese Bodenwanne ein, sodass er hier einen festen Halt hat und quasi eingeklemmt ist. Das Ganze kann dann über dieses Gurtsystem noch arretiert werden. Und so hat er einen festen Halt, dieser Tisch, und ist fest integriert in die Basiseinheit, wenn ich es mal so ausdrücken darf. So, wie jetzt hier die mobile Werkstatt im Einsatz funktioniert, das heißt mit den dementsprechenden Systemen in der Anwendung auf der Baustelle, das zeige ich euch im Folgenden. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, wieder dabei zu sein. Freue mich auf ein nächstes Mal. Euer Frank.